Eigentlich ist der gleißende Funke nichts anderes als der Kettenblitz. Nur was natürlich bei dem hier wieder anders ist, der dürfte nicht ganz so viel Mana verbrauchen. Der verbraucht 12. Und der Kettenblitz, da sieht man es, ein Kettenblitz, der 20 Punkte Lebensenergie und halb so viel Mana-Schaden verursachtet und zu nahen Objekten überspringt. Deswegen braucht der 17 und das ist ein Novizenzauber. Ist das andere auch. Aber der macht dann einen Blitzschaden, der 16 Blitzschaden und halb so viel Mana-Schaden verursachtet. Also im Prinzip ist der hier besser. Da steht es auch, Stärke 18. Der hier hat Stärke 15. Also können wir mal davon ausgehen, dass der Kettenblitz um einiges besser ist. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, ist hier das mystische Schwert zu beschwören und die Schlachtaxt. Und ich sollte vielleicht hier unten nochmal was, das hat mir noch keiner in den Kommentaren geschrieben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal soweit sein wird. Eins. Zwei. Drei? Nee. Das machen wir auf drei, den Kettenblitz. Ne, wobei, ich müsste da eigentlich den Bogen drauf packen. Drei. Dann kommt der gleißende. Nein, der Kettenblitz kommt dann erstmal. Dann würde ich gerne den Feuerblitz haben. Was fehlt denn noch? Eis fehlt eigentlich noch, aber ich glaube, Eis habe ich noch nicht. Und dann könnte ich eigentlich mal die beiden hier nehmen. So, mal gucken, ob das funktioniert hat. Geht. Da ist der Bogen auch. Ich habe nämlich die ganze Zeit noch nicht mit den Schnellwahltasten gearbeitet. Das muss ich auch mal machen. Ist vielleicht manchmal besser. Soll ich da vielleicht ins Bergwerk? Nein, komm. Wir machen jetzt erstmal die Hauptquest weiter. Wie laufe ich denn nochmal? Ach so, mit Tab war das. Das sieht man auch. Ich laufe. Aber die... Was ist das? Engerlings Schimmerling. Ist das Ding wirklich Engerlings Schimmerling? Das klingt ein bisschen merkwürdig. Aber die Ausdauer lädt sich eigentlich recht schnell wieder auf. Muss ich ja mal festhalten. Hier fallen schon mal wieder irgendwo Knochen runter. Ein Häschen! Das ist vielleicht das Beste, was man machen kann. Ziehen! Boah. Was? Natürlich. Na los. Wo seid ihr denn? Ihr feigen Wölfe. Da ist er. Und das machen wir mit dem auch nochmal. Boah. Also diese Blitze, die haben es echt mega in sich. Die haben noch nicht mal was verloren. Das gibt's doch nicht. Ich bin kurz wieder vor einem Levelaufstieg. Ach, da sind wieder Krabben. Kann ich die eigentlich von hier treffen? Nicht so wirklich. Machen wir das mal anders. Zielen. Schießen. Die Pfeile sind wieder abgeprallt. Die kann ich wieder aufsammeln. Hier muss eigentlich... Ah, da ist er. Das finde ich ja gerade so schön daran, dass ich diese Pfeile aufsammeln kann. Manche gehen auch wieder kaputt, aber ich sag mal so, 318 Pfeile sind schon eine ganze Menge, die ich hier habe. So, und da ist ein Banditenlager. Ich will mal wissen, ob ich die treffe. Ich habe leider noch nicht das Falkenauge. Ich weiß nicht, ob das so sich schimpft, aber mal sehen. 1,5 Schaden. Oh,
Die kämpfen gerade. Ui! Alter, hast du das gerade gesehen? Die ist voll weggeflogen. Wo liegt die denn? Hä? Da! Alter! Cool, die hat Federn. Mann, die war wohl mal ein Huhn. Das würde ja passen. So, der nächste bitte. So, du bist der... Bams! Boah, voll weggeflogen. Selber schuld. Was? Alter, willst du mich verarschen, Fuchs? Weißt du was? Weißt du hast mich gebissen? Warte. Meinst du wirklich, das lasse ich durchgehen? Bam! So, selber schuld. Er greift mich der Fuchs an. So, als ob er die Gans gestohlen hätte und ich hätte ihn dabei erwischt. So. Die Sachen lässt er jetzt, den lasse ich ihm. Der hat den Helm aber nicht auf. Hm. Hat er den... Nö, den hat er auch nicht auf. Laut dem Inventar. So, mal gucken, ob hier irgendwas gibt. Da sind noch ein paar Krabben. Oh, die haben hier auch ein bisschen was. Wieder mal 12 Pfeile. Was ist das? Eisenhandschuh. Genesungstrank und Mana-Trank. Sehr schön. Lehrlingsbuch, schwere Rüstung und da ist eine Truhe. Da haben wir einen Eisenbarren, Genesungstrank, der Morgenlufttrank. Na super. Und ein silberner Kerzenständer zweimal. Und mehr ist hier nicht. Ich denke mal, das reicht auch. Da ist eine Eispranke. Ich sehe sie. Her mit der Eispranke. So. Lehrlingsbücher. Wo sind die denn alle? So, Handwerkskunst. Von 1 auf 17 und dann haben wir hier noch die schwere Rüstung. 1 auf 16. So, dann sind wir da auch schon mal wieder ein bisschen besser. Und was ich dann auch noch mache, ist gleich die Eispranke in mich aufsaugen. Da. So, ein bisschen geheilt haben wir uns auch. Apropos geheilt. Ich habe hier immer noch diese Eisenhandschuhe, wollte ich schon sagen. Die hier. Gleich erstmal umlegen. Wie sieht das aus? Boah, geht. Passt zu dem Outfit. Wir sollten uns vielleicht noch irgendwas Helmiges... Das klingt so komisch, Helmiges. Und wir sollten auf jeden Fall uns mal was anziehen. Hier waren wir schon, bei den Verbrannten. Da war es hier nur dunkel. Und Lachs kann ich nicht mitnehmen. Hä? Ist das Wasser gestiegen? Kann es sein, dass das Wasser gestiegen ist? Weil ich bin der Meinung, der saß letztes Mal nicht im Wasser. Oder saß der im Wasser? Das wäre natürlich mega krass, wenn das Wasser gestiegen wäre. Okay, die Riesenkrabbe liegt hier immer noch. Die verschwindet auch nicht so schnell. So, dann gehen wir mal zu Hiro da hoch. Also zu dem Haus. Da muss ja irgendwo Jasper sein. Ah ja. Jetzt ist er da unten drinne. Habe ich hier schon irgendwas rausgenommen? Ich glaube ja. Ja doch, ich war da schon drin. Also gehen wir jetzt mal eine Etage nach unten. Da war die Tür. Tadam.
Und dann wollen wir uns da mal umgucken. Schick! Falscher Knopf. F5 muss ich drücken, zum Speichern. Ich nehme mal jetzt die Fackel wieder. Ah ja, eine Münze. Was ist das? Gleißender Funke. Super. Ich nehme es einfach mal mit. Man kann es ja vielleicht gebrauchen. Feine Kleidung. Nehmen wir mal mit. Schürze. Bringt auch 8. Aber ich nehme sie mal nicht mit. Kessel. Oh oh. Da liegt ein Toter. Ein Straßendieb. Er hat auch wieder ganz viel Vagabundsachen, aber die bringen ja leider so wenig. Oh nein, jetzt fängt der hier unten auch noch an zu singen. Was passiert eigentlich, wenn ich diesen Knopf drücke? Oh! Hübsche Falle! Genesungstrank und jetzt wieder raus hier. Was haben wir hier noch? Feuersalze. Das passt. Alte Eisenpfeile und ein Dolch. Ich nehme den mal mit. Looten, looten. Hier bekomme ich sogar einen Wein. Der ist sowas von zum Weinen. Und hier ist der Brunnen, wo wir von oben runter gucken konnten. Ja, das ist natürlich der Brunnen vom Haus. Okay. Das ist natürlich mal interessant. Dass man hier unten im Keller dahin kommt. Und eine Eispranke war hier auch. Sehr schön. Gibt es hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Gehen wir mal weiter. Leere Weinflasche interessiert mich nicht. Was macht das Seil? Wenn ich mal so jetzt fragen darf. Gute Pfeife. Ah ja. Das macht also das Seil. Da fliegen einfach mal Pfeile aus der Wand. Die magische Disziplin Psionik. Ich glaube, das Buch habe ich schon. Besen. Hier gibt es auch wieder ein Kettenhemd. Okay. Was haben wir hier noch? Leere Weinflasche. Nehme Amphore. Ich nehme die Amphore mal mit, man weiß ja nie. Tampwurzel. Her damit. Ich wollte schon fast lesen, die Trumpwurzel, aber... Ich hab's dann doch gelassen. So. Und das hier ist auch eine Todesfalle. Ich sehe es schon. Und zwar hier. Wenn du den voll ins Gesicht kriegst, bist du tot. Und das wird auch nur einmal ausgelöst. Naja. Was es hier nicht alles für Fallen gibt. Ah. Da ist er ja. Na. Wenn das nicht meine neue Kumpanin ist. Und? Fündig geworden? Jasper, alter Kumpel. Ich habe den alten Mann, von dem ihr erzählt habt, aufgesucht. Er meinte von Alfreds Gespräch. Achso, er meinte bla 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 bla. Nee, fragen wir erstmal so. Was ist mit euch? Habt ihr schon etwas gefunden? So, so. Achso. Jetzt hat er das obere genommen. Das wird den Orden auf jeden Fall interessieren. Gute Arbeit. Dann hätten wir jetzt fast alles beisammen. Gute Arbeit. Mhm. Was ist mit euch? Habt ihr schon etwas gefunden? Ja, und jetzt weiß ich auch, was damit anzufangen. Kommt mit. Mit Jasper in den Keller von Jeros Haus. Ja, was ist das denn? Lehrbuch plus ein Erinnerungspunkt. Und da ist noch ein Verzauberungstrank. Knoblauch und ein paar... komische Kräuter. Aber sonst... Ich habe ein Buch bekommen. Da, Lehrbuch Erinnerungspunkt. Gewährt euch einen Erinnerungspunkt für eure Talente. So, jetzt haben wir einen erhalten. Und ich möchte gerne... was will ich denn gerne machen? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Ach doch, ich wollte ins Tagebuch gucken.
So. Ich selbst verdanke mein Leben einem Söldner namens Jasper Dalvarik. Er öffnet mir, dass dieses verdammte Fieber wohl meiner plötzlichen Magiebegabung zu verschulden ist und bot mir an, mich seinem Auftraggeber vorzustellen, der es heilen kann. Im Gegenzug soll ich ihm helfen, Licht in den Amoklauf des eines Magisters zu bringen. Aber leider steht hier nicht mehr. Schade, vielleicht kommt das ja noch. Oh, Schimmerpilze. Also, Nebelschwamm heißt er ja hier. Oh, was gibt's denn hier so alles? Enzyklopädie Arcana. Magieteil 5, ne? Ne, 5 wäre nur ein V, das ist 4. IV müsste 4 sein. Und VI ist 6. Nehmen wir das mal mit. So, Magieschutztrank nehmen wir auch. Hier liegt ein Teller. Hier ist sogar noch eine Truhe. Die muss ich aber erstmal knacken. Und. Ja, es hat funktioniert. Was haben wir denn drin? Zweimal grüner Apfel und einen roten Apfel. Wow. Aber immerhin haben wir jetzt was zu essen. Apfel. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass der rote Apfel ein bisschen nahrhafter ist, aber gut. Neues Schloss geknackt. Hier ist noch eine Truhe. 18 Enderei-Grotten. Und hier gibt es einen Seelenstein. Kleiner Seelenstein gefüllt. Super. Lederhelm. Okay. Dann wollen wir jetzt erstmal da zu Jasper gehen. Bitte sehr. Ein sogenanntes Sternlingsschloss. Mhm. Und ich verwette meinen Allerwertesten darauf, dass sich eine weitere Antwort hinter diesem Gitter befindet. Entschuldigung, ich musste mal kurz was trinken. Ganz heimlich. Was ist ein Sternlingsschloss? Das habe ich noch nie gehört. Wundert mich nicht. Solche Schlösser findet man normalerweise, wenn überhaupt, in Schatzkammern oder Burgen. Aber knacken kann man sie trotzdem. Nur, das wird sehr schwierig, wenn wir die richtigen Bolzen nicht haben. Mhm. Man braucht also Bolzen, um es zu öffnen. Normalerweise ja. Eigentlich ist es simpel. Für jedes Schlüsselloch gibt es einen passenden Holzstift. Steckt man den dann hinein, rastet er ein und sind alle Schlösser eingerastet, öffnet sich die Tür. Okay. Hat man jedoch die passenden Bolzen nicht, sollte man sich auf den frustrierendsten Einbruch seines Lebens vorbereiten. Es sei denn, man kennt einen alten Trick. Okay. Und wie sieht dieser Trick aus? Man kann anstelle der Bolzen normale Holzstäbe in das Schloss einführen. Okay. Die zerbersten dann zwar nach ein paar Sekunden, aber wenn man es schafft, alle Stäbe in die Schlösser zu stecken, bevor sie brechen, kann man den Hebel umlegen und so den Mechanismus überlisten. Es kommt also nur auf die Geschwindigkeit an. Ah, super. Also, ich schlage vor, ihr lauft die Schlösser ab und ich stelle mich auf die Druckplatte. Seid ihr bereit? Moment. Was genau soll ich tun? Das ging mir alles etwas schnell. Asche auf mein Haupt. Es ist ganz einfach. Ihr müsst möglichst schnell jeweils ein Hölzchen in jedes der 5 Schlüssellöcher einführen. Mhm. Wenn ihr es rechtzeitig geschafft habt, stelle ich mich auf die Druckplatte und das Tor sollte sich öffnen. Wenn ihr zu langsam seid, dann brechen die Hölzer und ihr müsst wieder von vorne beginnen. Oh, ich bin nicht schnell. Da kannst du dich gleich erstmal drauf einstellen. Das wird bestimmt erstmal eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir dieses Schloss geknackt haben, weil ich sehr langsam bin. Weißt du, ich gehe schon am Krückstock. Das dauert ein bisschen. Na schön, dann mal los. Wunderbar. Hier sind die Hölzer. Gut, macht euch bereit. Und los. Naja, jetzt kann ich mich ja... Jetzt kann ich ja... ich sag mal so, ich kann mir Zeit lassen. Weißt du, so gehe ich jetzt die ganze Zeit über. Und wenn wir es dann schaffen sollten, wenn ich in dieser Geschwindigkeit gehe, dann bin ich echt gut. Aber dann gehen die auch nicht zu schnell kaputt. Dann komm, jetzt gehen wir mal ein bisschen Gummi. Also fangen wir mal an. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Nummer... Scheiße. 4 und 5. Das war zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Mist.
Okay, nochmal. Zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Das ist aber wirklich doof. Verdammt, das war zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Ich muss mich beeilen, ganz still und stumm. Und ich glaube, ich habe einen vergessen. Scheiße. Ich habe den nämlich jetzt vergessen. Okay, nochmal. Verdammt, das war zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Verdammt, das war zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Verdammt. Was? Das war zu langsam. Ich hab's doch geschafft. Probieren wir es noch einmal. Ist hier noch irgendwo so ein Ding? Das war zu langsam. Probieren wir es noch einmal. Es sind doch fünf, ne? Zwei. Das war zu langsam. Drei, vier, fünf. Probieren wir es noch einmal. Weißt du was? Ich fange mal hier an. Aha. Geht doch. Wir sind ein gutes Duo, wirklich. Dann lasst uns doch mal sehen, was der alte Magister hier unten versteckt hat. Na, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich werde jetzt aber mal meine Fackel einstecken. Und ich glaube... Ich nehme meine Zauber wieder. Weil dann... So, mal kurz speichern. Dann gucken wir doch mal, was es hier unten gibt. Ah ja. Ach du Schande. Nicht schlecht. Wow. Ein Flammenelementar und kein schwaches. Dieser Jero verstand sich auf Magie, das steht fest. Bleibt nur noch die Frage, was zum Henker das da ist. Sieht mir nach einer Leiche aus, die Frage ist nur wessen? Ich tippe schwer auf seine Gefährtin, diese Sira. Aber interessant, dass sich Jero schon vor seinem Amoklauf strafbar gemacht hat. Wissen, er hat sich strafbar gemacht? Wieso? Naja, Erdbestattungen gelten hier als heidnisch und sind seit gut 300 Jahren schon verboten. Okay. Wir Endralea verbrennen unsere Verstorbenen. Das Ganze nennt sich die letzte Reise. Mhm. Man bringt die Toten zu einem für sie besonderen Ort unter freiem Himmel, damit ihre Seele von dort aus in die ewigen Pfade wandern kann. Okay. Klingt alles sehr poetisch, dient aber vermutlich in erster Linie der Seuchenvorsorge. Außerdem hat man wohl gemerkt, dass lebende Tote auf den Straßen keine Freude für Wanderer und fahrende Händler sind. Ja, das ist wohl wahr. Und andere Formen der Bestattung sind widerrechtlich? Ja, sind sie. Aber natürlich nur für den kleinen Mann. Die Reichen und Mächtigen haben nach wie vor ihre Familiengrüfte. Und alte Krypten von der Zeit vor der letzten Reise gibt es auf Enderal ohnehin genug. Okay. Und das ist auch gut so. Was wäre das Schatzjägerleben ohne einen Adligen, der ein altes Familienschmuckstück in einer jahrhundertealten Krypta vermutet? Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ihr seid auf Stufe 6 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Derzeitige Attribute. Ich glaube, wir müssten jetzt mal Mana wieder nach oben bringen, damit das auch mal über 100 kommt. Das heißt, wählt ein Attribut Mana plus 8. Wissen über Enderal sammeln, jetzt haben wir schon 35. Was nun? Sehen wir uns mal um, ob wir was finden. Jo, wir gucken mal. Ach du. Das ist das Feuerelementar. Und es sieht sehr... Naja. Ich will das mal ein bisschen wegpacken. Es sieht sehr komisch aus. Das ist auf jeden Fall ein echtes gewesen. Wenn es ein Beschworenes gewesen wäre, hätte sich das Feuerelementar eigentlich mehr oder weniger aufgelöst. Was kriege ich denn da eigentlich? Feuersalze und Mana-Salz. Das ist ganz schön was wert. Ich wüsste mal gerne, was ich damit machen kann. Oh Mann. Wenn das Sira ist, sieht schon... Na gut, mumifiziert ist es schon.
So, dann wollen wir mal gucken. Hier liegt ein Buch und er guckt natürlich wieder an der voll falschen Ecke. Jeros Gedenkbuch. Oh Mann. Das ist ein bisschen Text. Ich muss mal wieder dichter an den Bildschirm. Moment. So. Weil sonst habe ich nämlich Schwierigkeiten, das Ganze zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich lauter geworden bin, aber das ist mir gerade Wurst. Geliebte Sira, dies ist mein letzter Brief an dich. Und ich schreibe ihn, um dich damit um Verzeihung zu bitten. Dafür, dich ermordet zu haben. Denn das habe ich. Er war's. Ich kann mir nur zu gut ausmalen, wie du reagieren würdest, wenn du noch bei mir wärst. Du würdest schmunzeln, den Kopf schütteln und mir sagen, dass ich wieder einen meiner Momente hätte. Einer dieser Momente, in denen ich dazu neige, alles extrem zu sehen. Aber diesmal legst du falsch. Natürlich, ich war es nicht, der damals dein Leben beendet hat, aber trotzdem trage ich die Verantwortung, denn ich habe es so weit kommen lassen. Warum? Weil ich Illusionen in dir geweckt habe. Ich war es, der dir damals die albernen Märchen von strahlenden Helden und Weltverbesserern erzählt hat. Ich war es, der dir erzählt hat, dass nur Feiglinge aufhören zu kämpfen. Und ich war es, der dich letzten Endes mit meinen Visionen, diesen albernen Hirngespinsten, infiziert hat, ohne sie selbst als solche zu erkennen. Jetzt erkenne ich sie. Aber damals habe ich einen entscheidenden Fehler gemacht, nämlich den anzunehmen, dass diese Welt gerettet werden will. Dabei ist es doch eigentlich so offensichtlich, oder? Sie will es nicht. Sie wollte es nie und sie hat es nicht verdient. Ja, Sira, du magst nun sagen, ich sei zu dem geworden, was wir beide immer gefürchtet haben, aber sieh dich doch einmal um. Schau dir doch diese verdammte Welt an, in der wir leben. Wir haben so vieles, aber sind nie zufrieden. Wir können an einem Miteinander arbeiten, aber wir stürzen uns in Kriege. Wir könnten lieben, aber entscheiden uns für den Hass. Und das seit wir existieren. Und nein, Sira, es gibt keine Perspektive, egal wie sehr wir uns das einzureden versuchen. Und das aus meinem Mund... Kannst du es glauben? Aber es ist wahr. Und ich bin es leid, nicht mit Lügen einzulullen. Was? Was habe ich hier gerade gelesen? Aber es ist wahr. Und ich bin es leid, mich mit Lügen einzulullen. Okay. Die Menschheit ist am Ende! Ein gyranischer Philosoph schrieb einmal, dass wir alle irgendwann eine Wahl treffen. Die Wahl aufrecht. Aber unter Entbehrungen zu leben oder verdorben, am einen Genuss. Die zweite Wahl bezeichnet der Philosoph als die Wahl der Lehre. Denn das ist, was sich hinter der augenscheinlichen Attraktivität dieser Entscheidung verbirgt. Und merkst du, worauf ich hinaus will, Sira? Sie alle, die uns umgeben, haben sich für die Lehre entschieden. Alle. Wir waren zusammen mit einigen wenigen anderen die einzigen, die von etwas Größerem träumten. Die einzigen, die bereit waren, ein Opfer für unsere aller Wohl zu bringen. Und wären wir nicht alleine gewesen, stell dir vor, was wir hätten erreichen können. Aber wir waren es. Wir waren allein. Und jetzt? Jetzt spricht der Orden von einem Wahnsinn, der unseren Verstand befällt. Ein Wahnsinn? Es ist doch so einfach. Siehst du es nicht auch? Die Menschen begreifen endlich, wofür sie sich entschieden haben. Sie begreifen, dass ihr Leben leer und sinnlos ist. Sie können die Augen nicht mehr vor der Wahrheit verschließen. Nämlich, dass ihre Ignoranz, ihre Feigheit eine Welt geschaffen hat, in der es nichts mehr gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Nichts. Und nein, Sira, diese Worte fallen mir nicht leicht. Du weißt es von allen am besten.
Ich wollte es doch so sehr glauben. Ich wollte so sehr glauben, dass es eine Perspektive gibt. Dass wir es nur lange genug probieren müssen. Aber das, was ich hier sehe, dein verwelkter Körper, hat mir endgültig gezeigt, dass unsere Träume von Anfang an zum Scheitern bestimmt waren. Wir hätten einfach fliehen sollen. Auf eine ferne Insel, um dort gemeinsam alt zu werden. Aber das haben wir nicht getan. Und jetzt bin ich hier und habe dein Blut an meinen Fingern, weil ich es war, der dich mit seinem Wahn verdorben hat. Und ich werde gehen, Sira, so wie du gegangen bist. Ich weiß nicht, ob nach dem Tod etwas kommt. Und offen gestanden ist es mir egal. Aber bevor ich das tue, werde ich dieser Welt geben, was sie verdient. Erinnerst du dich? Sie hatten die Wahl zwischen Tugend und Lehre. Und sie haben sich für die Lehre entschieden. Sie sollen sie haben. Ja. Erstmal wieder zurücksetzen. Sie sollen sie haben, diese Lehre. Jetzt haben wir hier erstmal ganz viel Text rausbekommen. Und zwar hat der jetzt eigentlich so diese letzten Worte, die er da geschrieben hat, weil er hat sich ja in die Luft gesprengt mit den Schülern, die er hatte. Und er hat sich für die Lehre entschieden. Und so hat er dann alle mit in den Tod gerissen, sodass eine Lehre entsteht, weißt du? Ich nehme jetzt das Buch und jetzt muss ich es bestimmt... Was habt ihr da? Lasst mich mal sehen. Okay. Ein tragisches Ende für eine tragische Persönlichkeit. Gut, ich denke, das sollte dem Orden genügen. Was denkt ihr darüber? Was soll ich darüber denken? Jero war ein selbstgerechter Narr, wie es alle Weltverbesserer sind. Solange es gut läuft, feiern sie sich als große Heilsbringer. Sobald sie aber scheitern, ist die böse, böse Welt daran schuld und muss dafür zahlen. Ja, das ist so. Wie sagt der weise Eremit so schön, Idealist ist man so lange, bis es beginnt, weh zu tun. Mhm. Er wäre wirklich besser beraten gewesen, mit seiner Medam in Flussheim zu bleiben. Das könnte sein. Das ist doch Unfug. Würde jeder nur an sich selbst denken, würden wir immer noch in Höhlen leben und Beeren sammeln. Die Welt braucht Idealisten. Ich fürchte fast, da habt ihr recht. Freut mich, dass ihr das so seht. Dann gehen wir nur nach Ark? Ja. Ich habe hier zwei Teleportrollen, die uns direkt nach Flussheim bringen. Nehmt eine davon und trefft mich in der Flussheimer Taverne, wenn ihr aufbrechen wollt. Ich habe dort noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Okay. Ach, und ich denke, wir sollten uns fortan duzen. Also, auf bald. Auf bald, Jasper. Was macht er da? Jasper? Jasper! Wow! Du lässt mich hier in diesen gruseligen, etwas zurück? Du bist doch bescheuert! Egal.